soweit ich weiß, bevor ihr jetzt alle aufspringt und geht, wollte Ion noch was sagen. Also Ion, bitte mal nach vorne. Ja, so ganz ohne abschließende Worte kann man den Abend ja auch nicht beginnen lassen, ne? Ich denke, diese Konferenz hat deutlich gezeigt, dass die Defensive in ganz vielen Bereichen und Aspekten der rationalere, der logischere, der konsequentere Weg ist, der vielleicht auch langfristig und nachhaltig mehr Sicherheit im Sinne von Freiheit bringt. Wir müssen uns offensiven Bestrebungen deutlich entgegensetzen und ich denke, wir können das auch. Wir sind die richtigen Leute. Man muss was tun. Tu wat ist so, wie Frau Holland das formuliert hat. Und wir sollten jetzt was tun, denn wir wissen jetzt gemeinsam, dass das Problem größer ist, als wir vorher angenommen haben. Die defensive Cybersicherheitsstrategie ist alternativlos. Heute Abend geht es hier natürlich noch weiter. Wir werden hier noch ein bisschen Bier trinken und quatschen, netzwerken, uns austauschen, Pläne schmieden und gucken, was noch so passiert. Bitte bleibt noch ein bisschen hier, es wird ganz bestimmt richtig nett. Diese Konferenz ist komplett ehrenamtlich, freiwillig, ohne wirklich das Geld geflossen ist, entstanden und ausgerichtet worden von sehr vielen freiwilligen Helfern, wie wir festgestellt haben. Zuallererst möchte ich mich bei unserer Barcrew bedanken, die... die schon morgens um 9 hier war, damit frischer Kaffee da ist. Namentlich sind das... Moment. Ihr klatscht, wenn er euch das sagt, ja? Miramar, Riot, Kela, Honk, Nosy und Chaos. Der Technik- und Videocrew Mackie und Sevin. Manche wussten das gar nicht, aber wir hatten in die Richtung da hinten noch einen zusätzlichen Raum mit Streamübertragung, großen Bildschirmen, Stehtischen, Stühlen. Das war so als Notfallreaktion gedacht, für falls ihr noch zahlreicher kommt, als ihr gekommen seid. Und dieser Raum wurde die letzten Tage über betreut und aufgepasst von Bruno und Lukas. Vielen Dank dafür. Du trollst mich gerade, oder? Den Streaming-Sponsoren High Solutions, Adesso und CSSA. Unseren 13, 14, 15 verschiedenen Speakern, die allesamt eine Präsentation vorbereitet haben, sich einen Talk überlegt haben, allesamt nervös waren, geschwitzt haben für euch, vorher hier und bestimmt auch zu Hause am Schreibtisch angereist sind von weiter weg und uns aufgehellt haben. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Unser Türteam, Daniel, wie war das nochmal? Ich kann Tanner, genau. Daniel, Tanner und Sokrates, wenn man die eigene Schrift nicht lesen kann. Na, aber auch, warte mal ganz kurz, aber auch, und das wäre noch so ein Thema, ich bitte euch noch zu spenden. Und zwar steht neben der Bar ein grüner Vulkan. Und diese Spende ginge an die Seabase. Das sind die Seabase-Member, denen wir auch sehr dankbar sein müssen, dass sie die Räume hier für uns freigemacht haben an einem Freitag und Samstag, wo hier normalerweise am meisten los ist. Und Dankeschön. Keine Miete berechnet. Na, werden die Hände schon müde? Ihr müsst jetzt aber nochmal. Wir haben nur 30 Punkte. Genau. Ihr müsstet auch nochmal unbedingt einen großen Applaus geben für unsere Heralde und Stage Manager, die hier jeden Talk pünktlich angesagt und abmoderiert haben. Und dafür. Ja, als nächstes dem Design- und Webseitenteam und der Kellercrew sozusagen. Brain und Set.
So, und jetzt schon mal präemptiv allen anderen, die beim Aufbau, beim Abbau, als Springer, als Helfer zwischendurch Kleinigkeiten gemacht haben, die wir jetzt bestimmt vergessen haben. Bei denen möchte ich mich entschuldigen und trotzdem bedanken. Ja, eine Gruppe dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil das sind die ganzen Leute, die das überhaupt erstmal losgetreten haben. Und da hätten wir das Cop-Team. CK, Kausle, Z, Ion und Honkhase. Ihr habt vielleicht uns mit diesen schönen Magnetpins rumlaufen sehen. Die hat der Nerdbeere für uns hergestellt, allerdings viel zu viele. Von daher, ihr könnt gleich vorstürmen und euch alle davon einen nehmen. Moment. So. Die Pins waren die Belohnung dafür, dass Schüler zusammengeräumt werden. Weil so können wir hier nicht tricken und feiern. Ich würde euch bitten, dass wir jetzt hier noch einmal ganz kurz erstens auf den Boden gucken, ob da Flaschen um euch herum stehen. Dann tretet sie nicht um, hebt sie auf und bringt sie zur Bar. So, zweitens dann euer persönliches Geraffel zusammensammelt, soweit wie das geht. Und den Stuhl, auf dem ihr sitzt, auf den Stuhl daneben stellt. Allerdings, Moment, letzte Regel, keine Stapel höher als 5. Vielen Dank.